Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin die Mary und auf meinem Kanal bekommt ihr alles rund ums Thema Beauty zu sehen. Deshalb, falls ihr noch kein Abonnent meines Kanals sein solltet, dürft ihr mich einmal gerne hier unten kostenlos abonnieren. Das ist für euch, wie gesagt, gratis. Und ja, vielleicht habt ihr Unglück und könnt auch heute bei meiner Verlosung, die ich heute ausschreibe, eine Gewinnerin werden. Denn ich war ja bei der Glow, wie ich euch erzählt habe, schon im letzten Video. Und da habe ich einiges an Goodies für euch abgestaubt. Ich habe mir wirklich die Arbeit gemacht, mich mit meiner Freundin an die Stände gestellt und möchte euch natürlich heute zeigen, was ich alles so abgegriffen habe. Ich habe noch ein paar Sachen gekauft, das muss ich dazu sagen. Bei mir war es ja so, ich habe keine Goodie-Bag erhalten von der Glow, denn ich hatte ja Pink-Tickets gewonnen und in den Pink-Tickets war die Goodie-Bag nicht mit involviert, was aber nicht weiter schlimm war. Ich hätte sie natürlich gerne gehabt, aber ich kann euch mal zeigen, was ich nach Hause getragen habe. Das ist diese gesamte Tüte und natürlich sind da ein paar gekaufte Sachen drin, die möchte ich euch als allererstes zeigen und danach zeige ich euch, was ich an Goodies abgestaubt habe und aus den Goodies werde ich euch ein kleines Päckchen zusammenstellen. Das bekommt ihr von mir, das werde ich als Osterverlosung ausschreiben und vielleicht habt ihr Glück und könnt das gewinnen, denn es sind wirklich tolle Goodies dabei. Ich möchte auch direkt starten und euch zeigen, was ich als allererstes gekauft habe. Denn also für alle, die nicht bei der Glow dabei waren, die Glow ist ja eine große Beauty Convention, die war diesmal in Stuttgart und da ist quasi alles vertreten, was es so an Marken gibt. Vor allem die Marken, die es bei DM gibt. Und also von Haarpflege bis zum Make-up, also es waren wirklich tolle Stände dabei. Es war diesmal auch meine allererste Glow, muss ich dazu sagen. Soll wohl die 10. Glow und die größte Glow gewesen sein. Ich für meinen Teil muss sagen, wir haben zwar alles gerade so geschafft, aber so riesig fand ich sie jetzt nicht, muss ich sagen. Ich war schon an anderen Conventions und da gab es weitaus mehrere Hallen. Aber dennoch war das so, dadurch, dass ihr so lange Wartezeiten hattet bei den verschiedenen Ständen, hat man die Zeit sehr schnell umbekommen, denn es war wirklich, ich war am Sonntag da, es ging ja über 2 Tage, ich war am 2. Tag da und ja, auch da war viel los, aber ich glaube, wir hatten deshalb Glück am 2. Tag, denn die Stände waren ja kurz vorm Abbau quasi und haben dann auch mit den Goodies ein bisschen rausgeschlagen. Dennoch waren die Stände wie Ghoul, wie Pantene Pro V, der BB-Stand, der Nivea-Stand, das waren tolle Stände mit tollen Goodies. Die waren aber sowas von überfüllt, dass wir uns einfach nicht angestellt haben. Da hättet ihr eine Wartezeit von über einer Stunde gehabt, glaube ich. Genauso wie bei Ebelin. Bei Ebelin zum Beispiel, das fand ich richtig toll. Da gab es einen Pinsel, konnte man da bekommen mit seinem Namen drauf. Das habe ich jetzt leider natürlich nicht bekommen, aber das war es mir dann auch einfach nicht wert. Wir haben uns an den Ständen mit meiner Freundin angestellt, auf die wir Bock hatten. Meine Freundin war total auf Goodies ausgerichtet. Die hat echt super abgesandt, die hat auch viele Hauptpreise bekommen. Bei einem Stand habe ich aber was gekauft. Das konnte man zwar auch so gewinnen, also den Beutel. Und zwar ist das dieser tolle Turmbeutel von Ghoul. Ja, ich wollte ihn unbedingt haben. Ich stehe total auf dieses, ja, auf dieses Design mit diesem Holo-Effekt. Das mag ich total gerne. Und den Beutel konnte man zwar gewinnen, aber man hat ihn auch bekommen, wenn man was gekauft hat. Und zwar gab es an dem Stand das neue Ghoul Shampoo. Das ist eine Sonderedition, speziell eine Limited Edition, speziell für die Glow. Und das nennt sich Glow Light. Das ist ein Shampoo für alle Haartypen, für gesunden Glanz und Geschmeidigkeit. Dazu gab es auch eine Spülung. Das hat einzeln gekostet 3,50 Euro. Ich weiß, dass es auch ungefähr 3,95 Euro im Handel kostet. Und im Set habt ihr 6 Euro dafür bezahlt. Das heißt, pro Teil 3 Euro. Und den Beutel gab es dann dafür gratis. Deshalb habe ich es mitgenommen, da ich Ghoul auch sehr gerne als Shampoo mal eine Zeit lang mochte und es gerne wieder testen wollte und ich hatte einfach keinen Bock, ehrlich gesagt, mich beim Stand anzustellen, um den zu gewinnen und so habe ich ihn trotzdem bekommen und habe sogar noch das Shampoo bekommen. Was ich noch gekauft habe, ist, da muss ich sagen, da war der Preis nicht vergünstigt, ja, aber die habe ich mir einfach gekauft, weil ich da schon lange ein Auge drauf hatte. Und zwar geht es da um die Washis. Ja, viele Mädels von euch haben sie schon getestet. Sie haben sie vorgestellt. Ich überlege auch, ob ich damit ein Video mache. Wenn ihr Interesse daran habt, dann lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Ja, weil ich auch einfach umstellen möchte, meine Reinigung. Und ich habe es euch im letzten Video schon gesagt, ich reinige im Moment mit Mikrofasertüchern ab. Und bei den Washis soll es ja wirklich so sein, dass man ohne Wasser und dergleichen seine Haut reinigen kann mit den Washis. Und die waren jetzt im Dreier-Set für 9,95 Euro.
5,95 €. Das kosten sie auch regulär, wenn ihr sie online kauft oder in den Geschäften, wo ihr sie bekommen könnt. Das kosten sie auch woanders, aber ich war halt auf der Messe und habe mir gedacht, ich nehme sie jetzt einfach mit, weil ich die schon sehr lange haben wollte. Was es aber umsonst an dem Stand gab, das gab es für jeden. Es war ein Waschi gratis. Die haben da die Waschis vorgestellt, richtig auf der Hand. Und dann durfte man sich einen umsonst mitnehmen. Das heißt, habe ich wenigstens trotzdem noch was dazu bekommen und habe mich trotzdem darüber gefreut. Ja, also weil ich die auch unbedingt testen wollte. Und dann kommen wir zum nächsten und zum teuersten Teil, was ich gekauft habe. Das muss ich euch direkt sagen. Ja, eigentlich hatte ich vor, was bei Pixi zu kaufen und auch bei BH Cosmetics. BH Cosmetics war total überlaufen. Ich hätte gerne diese neue Festivalreihe gekauft, aber es war einfach so viel los, auch bei dem Stand, wo man was gewinnen konnte. Da konnte man diese kleinen Paletten gewinnen, die ihr auch im Online-Shop, wenn ihr was kauft, dazu bekommt. Deswegen habe ich mich da gar nicht erst angestellt. Das war mir auch einfach viel zu voll an dem Stand. Dann habe ich gedacht, dann bestelle ich die Paletten auf jeden Fall online. Da bekommt man sie sogar ein bisschen vergünstigt. Was ich aber unverhofft gekauft habe, war ein Gerät, besser gesagt mehrere Geräte beim Stand von Golden Curls. Ja, also da war das so, meine Freundin hatte sowieso beabsichtigt, ein Glätteisen zu kaufen und wir gingen an dem Stand vorbei, die hatten einen ganz, ganz kleinen Stand und ja, auf jeden Fall habe ich an dem Stand dann, hat der Herr mir die Haare gemacht mit einem Lockenstab und er hat geglättet, dann hat er wieder, obwohl er die geglättet hat, nochmal nachgelockt und ich war einfach total begeistert und jetzt zeige ich euch mal, was ich da mitgenommen habe. Ich habe mir das Golden Curl Set gekauft. Fragt bitte nicht nach dem Preis, es war schweineteuer, wirklich. Ich habe damit echt nicht gerechnet, dass ich das kaufen werde. Es ist sehr hochpreisig, aber es ist halt Premium-Qualität und ja, es ist genau wie bei, was heißt genau, man kann es mit JHD vergleichen, vom Preis her definitiv. Und der Herr hat uns halt einen Messepreis genannt und ja, die Produkte haben uns überzeugt. Meine Freundin hat eins in Schwarz mitgenommen und ich habe es mitgenommen, das nennt sich The Lace Set. Und zwar ist das ja in so einem Spitzendesign, das sieht einmal so aus, also wunderschön. Wirklich wunderschön. Ich versuche es mal rauszuholen. Genau, so sieht das dann aus. Ja, in diesem Schlangenmuster. Ja, Schlangenmuster nicht. Das ist ein Spitzenmuster mit Rosé und mit Schwarz. Hat ein Schweinegeld gekostet. Aber ich bin ja ein Typ, ich mag meine Haare gerne glatt, aber auch gelockt. Deswegen war das Set perfekt für mich. Das kam nämlich daher mit einem Lockenstab, einem Glätteisen, einem Reiseglätteisen und diesen Krokodilklammern. Da ist ein Handschuh mit inbegriffen. Und was er uns noch dazu geschenkt hat am Stand war eine Bürste, so eine Entwirrbürste. Allein die hat einen Warenwert von fast 30 Euro. Die hat er uns auch dazu geschenkt. Und deshalb haben wir dann gesagt, okay, wir nehmen das Set mit, weil das Produkt uns einfach überzeugt hat. Und es gab das Set für 50% weniger. Wenn ihr mal online schaut, dann wisst ihr, was das ungefähr kostet. Also das war eine nicht beabsichtigte Ausgabe. Und nachdem ich das gekauft habe, habe ich dann bei Pixi auch nichts mehr gekauft, denn ich habe echt sehr viel Geld für das Gerät ausgegeben. Aber ich fand es nicht weiter schlimm, weil ich wollte mir schon länger ein gutes Gerät kaufen und ich möchte auch unbedingt noch ein Tutorial drehen. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann lasst mich das auch gerne in den Kommentaren wissen, wo ich euch große Wellen oder große Locken mache und zeige, wie schnell das eigentlich geht, weil viele bei meinen Haaren auch immer so fragen, gut, heute sind sie nicht gelockt, wie ich das immer so mache. Bei mir dauert das 10 bis 15 Minuten, dann habe ich die so, wie ich sie haben möchte und wenn ihr ein gutes Gerät habt, dann geht das sogar noch zügiger. Dann kommen wir jetzt direkt zu den Sachen, die ich geschenkt bekommen habe, denn das war einiges, kann ich euch sagen. Wie gesagt, wir haben keine Goodie Bag erhalten, aber wir haben hier, seht ihr es, eine Glow Shopping Bag bekommen. Das sind diese Beutel, die ihr beim DM kaufen könnt, aber in einem tollen Pink. Ja, das fand ich richtig cool, dass wir wenigstens das bekommen haben. Und vor allen Dingen, wer hat diesen Beutel, wo drauf steht, Makes Me Glow? Also fand ich richtig coole Erinnerungen. Den haben wir am Stand vorne bekommen und dann konnten wir die auch gut befüllen. Also, ich fange mal an. Es ist wirklich eine Menge geworden. Ich habe noch einen Teil, habe ich gerade gesehen, das hatte ich gekauft. Und zwar ist das ein Teil von L'Oreal gewesen. Das zeige ich euch auch einmal. Und zwar habe ich mir da gekauft, ja, da gab es 10% Messerabatt und die hatten ja so einen ganz kompletten Ständer mit den L'Oreal-Produkten. Da war eine ganz, ganz liebe Dame, die hat am Ständer, wo es ja dieses Hydrogel und wo es dieses diese Produktreihe mit diesem Blütenextrakt gibt, hatte sie gestanden, hat uns erklärt und ich hatte halt erzählt, dass ich mit meiner Haut so Probleme habe und dass ich auf der Suche bin nach einer Reinigung, die sehr mild ist. Und das Gesichtswasser habe ich mir angeguckt, das ging gar nicht, weil da Alkohol drin war und Alkohol vertrage ich einfach nicht. Und sie hat mir dann die kostbare Blütenreinigungsmilch empfohlen, dass ich das mal austesten soll, weil es halt schon sehr mild ist und ja,
Ich habe mir auch die Bestandteile hinten durchgelesen. Da waren, also die waren okay. Also es sind natürlich auch Sachen drin, die nicht gut sind, aber ich werde es jetzt einfach testen. Es gab es vergünstigt. Wie gesagt, ich habe nur 4,45 € dafür bezahlt und ich glaube, das kostet so um die 5 €, manchmal sogar um die 7 €, je nachdem, wo ihr es kauft. Deshalb wollte ich das unbedingt mal ausprobieren und sie war so lieb und hat mir dazu noch einen kleinen Goodie mit reingepackt, einen kleinen Schlüsselanhänger mit einem Paris-Zeichen. Dann hat sie mir ein paar Gummibärchen noch mit reingepackt und ja, auf jeden Fall noch das kleine Tütchen. War jetzt nicht wirklich viel, was ich da bekommen habe, aber die hatten daneben direkt an dem Stand auch so ein Kränchen, wo ihr ziehen konntet. Und das war zwar ein bisschen mickrig, was man da bekommen konnte, aber ich habe mich da trotzdem angestellt, weil es war nicht viel Schlange. Da konntet ihr entweder so ein kleines Pröbchen gewinnen, das habe ich gewonnen von Revita Lift. So eine kleine Größe, so eine Tagescreme ist das. Ja, und ansonsten konnte man, glaube ich, noch so ein Haarband gewinnen und einen Pinsel gewinnen. Und Jackpot war, wenn ihr, ich glaube, eine goldene Kugel da rausgezogen habt, dann konntet ihr so ein richtiges Produkt gewinnen. Aber so viel Glück hatte ich natürlich nicht. Ja, dann machen wir mal weiter mit den anderen Goodies. Und zwar habe ich bei Bio Vegan einmal gedreht und da habe ich von dieser Skin Food Reihe eine Sheetmaske gewonnen. Die hatten auch mega coole Produkte da, auch gute Preise. Ja, und da konnte man auch richtig große Sets gewinnen. Aber ich habe eine Maske gewonnen und ich finde die auch nicht schlecht. Die kosten auch nicht wenig Geld. Deshalb habe ich mich auch darüber gefreut. Dann ist eine Dame rumgelaufen. Da gab es auch einen tollen Nature Box Stand. Die hat das Duschgel von Nature Box verteilt mit diesen kleinen Reisegrößen. Das habe ich zweimal mitgenommen. Ja, die war auch super lieb und hat uns auch ein bisschen was erzählt dazu. Dann habe ich beim Love Stand, das muss ich euch erzählen, das fand ich richtig, richtig cool. Es gab einen kleinen Love Stand und da konntet ihr euch euer Puder personalisieren lassen. Da gab es nämlich umsonst das Translucent Compact Powder. Da konnte man sich, da war auch gar nicht so eine krass lange Schlange. Das ist wie gesagt farblos. Und dann konnte man sich den Namen drauf machen lassen und eine kleine Widmung. Ja, in meinem Fall steht drauf: Strong is the new pretty. Fand ich richtig süß. Und dann drunter Mary. Und ja, das hat jeder bekommen. Fand ich richtig cool, denn das sind 10 Gramm, also eine Full-Size-Größe. Das hat man da, wenn man sich angeschaltet hat, bekommen. Und wir wollten sogar nochmal dahin. Ja, meine Freundin war so im Geiermodus, meinte: Komm, lass uns nochmal hin. Vielleicht kann ich für meine Schwester noch eins mitbekommen, aber da war der Stand schon leider ja quasi leergefegt. Ja, wir waren ja wie gesagt am letzten Tag da und ich glaube, da war natürlich an manchen Ständen auch nicht mehr ganz so viel da. Dann haben wir uns an einem Stand angestellt, das war der ja Alverde und dieser Vanessa Mai Stand. Die Vanessa Mai hat eine neue Serie rausgebracht und Wolke 7, glaube ich. Und an dem Stand gab es auch diese Naturschönreihe, die ganz neu draußen ist. Meine Freundin hat den Hauptpreis gedreht an dem Rädchen, die hat eine Tüte bekommen mit Wolke 7 Produkten, mit Naturschönprodukten und Alverde Produkten. Aber auch ich habe etwas gewonnen und zwar durfte ich mir dann ja beim Drehen etwas von Alverde aussuchen. 3 Teile durfte ich mir da aussuchen und da habe ich einmal mitgenommen das Alverde Illuminating Powder. Also es ist, denke ich mir mal, so wie so ein Highlighting Powder. Ich ditche da jetzt nicht rein, weil ich euch das auf jeden Fall mit in die Goodie Box packen werde. Das bekommt ihr definitiv, weil ich habe genug Highlighter und ja, auf jeden Fall das durfte ich dann einmal mir aussuchen. Dann habe ich mir einen Lippenstift ausgesucht. Das ist in so einem schönen, ja, Rotton, so einem schönen Beerenton. Den durfte ich mir dann da rausnehmen. Da gab es, habe ich auch noch eine Wimpertusche in Braun, aber die habe ich mir nicht mitgenommen. Und ein Tinted Lip Balm, also einfach nur so ein Labello. Der ist auch noch richtig verschweißt. Ja, die 3 Produkte gab es dann an dem Stand. Also fand ich auch richtig cool, weil das hat zusammen auch auf jeden Fall einen Warenwert von über 10 €. Dann hatten sie einen Stand, den fand ich auch richtig, richtig cool. Von Maybelline, ja, der war auch richtig viel los. Da konnte man sich auch schminken und stylen lassen. Und da konnte man sich ein Lippenprodukt, ja, und zwar den Matte Ink personalisieren lassen. Da haben wir uns angestellt, denn die hatten da wie so einen kleinen Runway aufgebaut und ihr musstet ein Foto machen. Für die Mädels, die mir bei Instagram folgen, die haben es vielleicht auch gesehen, das mussten wir in unsere Story hochladen. Und ja, dann konnte man sich einen wirklich Full-Size Matte Ink personalisieren lassen. Ich habe da dieses Herzchen-Design, dieses Lippendesign genommen mit meinem Namen drauf. Fand ich richtig, richtig cool. Und ja, da habe ich den absagen können. Fand ich auch richtig geil. So, machen wir mal weiter. Was habe ich denn noch? Also, es ist so viel in dieser Tüte. Ich weiß gar nicht, wo ich weitermachen soll. Dann gab es einen Stand, wo man von Balea so ein Duschsatzpeeling sich selber zusammen mischen konnte. Fand ich auch richtig cool mit so Öl und dann konnte ich euch den Duft dazu aussuchen. Das gab es bei einem Stand. Also ich habe mich auch wirklich an den Ständen angestellt, wo nicht so viel los war. Es war zwar viel los, aber
Es hielt sich echt noch in Grenzen. Ihr habt vorhin gesehen, ich hatte euch die Tüte gezeigt. Das war eine große Alkina-Tüte, also gerade diese hier. Da war ein Stand von Alkina, da gab es diese Tüte und in dieser Tüte drinne, richtig cool. Also wir haben den Trostpreis gedreht. Wer den Hauptpreis hatte, hat die komplette neue Plantur-Serie bekommen, diese Plantur 21, glaube ich. Und wir haben aber bekommen einmal diese schöne Holobag, ja, mal wieder eine Holobag. Und zwar ist das so eine Make-up-Tasche, fand ich richtig, richtig cool. Also die waren wirklich sehr großzügig. Und von Alkina Skin Manager Perfektionist ein Power Fluid für makellose mattierte Haut. 30 Milliliter sind da drinnen. Das ist auch ein Full-Size-Produkt. Darauf bin ich auch sehr gespannt. Habe ich mich auch richtig drüber gefreut. Und da stand, da war zwar viel los, aber das ging richtig zügig bei denen. Das fand ich richtig cool. Dann habe ich an einem Rädchen gedreht von der Marke No Make-up. Das ist auch eine Marke, die ihr bei DM bekommt. Die kannte ich noch gar nicht. Und da habe ich gewonnen das Banana Lip Balm. Fand ich auch richtig cool. Dann gab es einen Love-Stand. Und oh mein Gott, das war der Knaller. Das war gegen Ende, als sie da waren. Ich zeige euch mal, was wir da abgegriffen haben. Und zwar konntet ihr da. War das ein Rädchen? Nein, ich glaube nicht. Da musstet ihr, glaube ich, irgendwas ziehen. Genau, so war das. Genau, da konntet ihr Lose ziehen. Und auf den Losen war dann entweder ein Lolli drauf, dann habt ihr den Trostpreis bekommen, den haben wir gezogen. Und zwar haben wir dann eine Maske bekommen von der Lovely-Reihe und dann durften wir uns so Lollis mitnehmen. Da gab es auch Softeis an dem Stand. Fand ich auch richtig, richtig cool. Und dann gegen Ende, wir standen an dem Stand daneben und gegen Ende haben die dann, das war der Knaller, haben die die Augencreme verschenkt. Also die haben die wirklich so nicht geworfen, aber die haben dann eine Kiste dahingestellt und man durfte sich dann einfach dran bedienen. Da waren echt Mädels, die haben sich, ich glaube, 10, die haben wirklich so gemacht und sich 10, 20 Stück daraus genommen. Das fand ich schon ein bisschen dreist, aber ich habe natürlich auch was abgesahnt. Ich habe mir dann 3 Stück daraus gegriffen, weil ich davon auch welche natürlich verlosen möchte. Eine wird für euch in die Goodie Bag gehen und die anderen 2 verschenke ich an meine Mama und meine Schwester, denn die haben Geburtstag und die bekommen dann jeweils eine, weil ich habe die Augencreme schon. Und braucht die nicht nochmal. Und wie gesagt, das fand ich auch mega großzügig, dass sie die da so rausgehauen haben. Fand ich auch richtig krass. Also es hat vielleicht auch echt seine Vorteile, am letzten Tag hinzugehen. Ich guck mal, wo ich den Rest stehen habe. Genau. Und dann sind da Mädels rumgelaufen. Die haben in so einem, ja, so einen Bauchladen gehabt. Und die haben dann diese Maske verteilt. Das ist von Biore, die Blue Agave Baking Soda Mask. Also für, ja, für Mischhaut. Finde ich auch richtig interessant. Die soll auch Poren verfeinern. Die hat man dann bekommen. Das ist auch ein Full-Size-Produkt mit 110 Milliliter. Also man konnte echt coole Sachen kriegen. Dann gab es einen Stand von der lieben Stefanie Giesinger. Die hat ja diese tolle Reihe bei DM rausgebracht. Und die haben echt einen wunderschönen Stand gehabt. Mit so einer Paillettenwand und mit so einem Durchgang mit so goldenen Gewänden, wo ihr den neuen Duft halt riechen konntet. Und da musste man aus so einer Box so einen Streifen rausziehen. Und je nachdem, was man rausgezogen hat, hat man da was bekommen. Und wir haben als Trostpreis, also fand ich richtig krass, ihre Ampullen bekommen, ja, ihr Beauty-Konzentrat. Da sind 7 Stück drinne und das ist auch also ein volles Produkt. Da gab es echt Mädels, die sogar ihr Parfüm gewonnen haben. Aber auch das fand ich richtig, richtig cool. Hat mich richtig gefreut. Dann gab es einen Stand von ja, Neutrogena, aber da war auch so viel los. Deswegen sind wir an den BB-Stand gegangen. Da konntet ihr auch am Rädchen drehen. Entweder am Turmbeutel gewinnen oder von Neutrogena, von dieser neuen Skin Detox Hautbild verfeinende Peeling Reihe konntet ihr ein Waschgel gewinnen, dieses Peeling mit Peeling Effekt. Das habe ich dann einmal gewonnen, fand ich auch richtig cool, ist auch ein Full-Size-Produkt. Dann gab es einen Stand von Hawaiian Tropic, da musstet ihr auf so, das war ein richtig süßer Stand, da musstet ihr auf ja, so Flamingos mit so Reifen werfen und dann konntet ihr da, wenn ihr es einmal geschafft habt, konntet ihr sich euch ein Teil aussuchen. Es gab Mädels, die haben alle 3 Reifen da reingeknallt und haben dann sogar noch mehr bekommen. Ich habe es einmal geschafft und habe dann mir diese Sonnencreme ausgesucht, in Lichtschutzfaktor 15. Ich mag Hawaiian Tropic sowieso sehr und habe mich darüber sehr gefreut. Also das ist auch ein Mega-Produkt. Ja, und dann gab es einen Stand, die Marke kannte ich noch gar nicht. Und zwar nennt sich es auch eine ganz neue Marke. Easy Change, das ist wohl eine Haarmarke, die Koloration ohne Oxidation rausbringt. Und mit den Herren an dem Stand, da waren auch Mädels, haben wir uns sehr nett unterhalten. Die waren super lieb und die haben echt cool rausgehauen. Ich hatte denen halt erzählt, dass ich immer so einen Gelbstich im Haar habe. Und die haben mir dann halt empfohlen, vielleicht mal mit der Farbe drüber zu gehen, denn die lässt sich nach 15 Haarwäschen auswaschen. Und die haben mir einmal die Koloration mitgegeben. Fand ich richtig cool, also echt kostenlos vor allen Dingen. Und einmal von ihrer Marke ein Shampoo.
Shampoo und dann waren da noch ein Pinsel drin und noch Handschuhe. Also die waren auch sehr spendabel, muss ich sagen. Fand ich auch richtig, richtig. Ja, meine Lieben, also wir sind noch lange nicht am Ende. Dann gab es sie nämlich am EOS-Stand. Die haben einen wunderschönen Stand gehabt. Die Bilder werde ich auf Instagram noch hochladen. Die hatten einen sehr schönen Stand. Da konntet ihr euch einmal anstellen für das Lippenei und dann hatten die da so einen einarmigen Banditen. Da konntet ihr auch Sachen gewinnen und da habe ich einmal diese Bodylotion gewonnen. Ihr seht sie da hinten steht sie. Ich liebe diese Bodylotion. Dieses mit Berry Blossom, das ist so ein Kirschduft und ja, ein Full-Size-Produkt, das habe ich da gewonnen und da gab es, glaube ich, noch einen Lippenbalsam zu gewinnen. Fand ich auch richtig, richtig cool und die hatten wirklich einen sehr, sehr schönen Stand. Dann waren wir am Stand vom Europapark, da konnte man nämlich gewinnen und mal gucken, also noch haben sie es nicht ausgelot, da kann man nämlich eine Reise zu gewinnen und dann haben die mir für meine Jungs einen Turnbeutel mitgegeben und ganz viele Gummibärchen, die waren auch super lieb an dem Stand. Dann gab es den Gatsby-Stand, ja, das war der Stand von der lieben Dagi. Und was die ganzen YouTuber angeht, muss ich euch ganz ehrlich sagen, das war ein bisschen ernüchternd, weil ich hätte gerne ein paar Fotos mit den Mädels gemacht. Also ich habe die Xleta gesehen, ich habe die Paula Maria gesehen, an mir ist ganz schnell die Tara, die liebe Tara vom Kanal Tamtam vorbeigehuscht, mit der hätte ich super gerne ein Bild gemacht. Also man hat von den YouTubern nicht viel gesehen, weil das Problem war einfach, an den Ständen, wo die dann waren, waren die nur eine Stunde und die Schlange war so lang, ihr hättet keine Chance, also ich hatte keine Chance, mich dahin zu stellen und mit den Foto zu machen. Das war ein bisschen schade. Auch bei Dagi B, die ganzen Leute sind ausgeflippt. Da muss ich ehrlich sagen, das war es mir auch nicht wert. Da habe ich mich lieber für Produkte angestellt. Und ja, habe auch beim Gatsby-Stand gewonnen. Und zwar habe ich das Feld Glückssträhne gezogen. Und das ist diese Haarkreide, die euch durch die Haare ziehen könnt. Das gab es einmal im Blau und im Pink. Ich habe es jetzt mal passend im Pink genommen. Ich werde mal gucken, wie das so ist. Ich möchte das auf jeden Fall mal ausprobieren. Das lässt sich ja auch auswaschen, das ist das Gute. Ja, und dann war ich, ich gucke mal gerade, am Stand von Luvos. Da hat meine Freundin auch was richtig Cooles gewonnen, aber ich habe auch einen Trostpreis bekommen. Und zwar die Hydromaske, ja, diese Feuchtigkeitsmaske. Da konnte man auch an so einem Rädchen drehen. Das fand ich auch richtig, richtig cool. Und das Beste war wirklich, ich versuche mal alles hier rauszugreifen. Ah, ich habe hier noch was von St. Moritz. Die hatten da auch so einen Stand. Das ist diese Selbstbräunungsmarke. Und das ist einmal ein Golden Glow Tanning Moisturizer. Ist auch eine gute Größe. Das sind 30 ml, da kommt man länger als einmal mit aus. Ja, ich bin ja immer schön gebräunt, aber so für die Beine oder so finde ich es eigentlich ganz cool. Dann werde ich euch mal zusammensuchen, was ich am Stand von Detox bekommen habe. Die waren der Knaller. Ich glaube, das lag aber auch daran, dass wir so spät bei denen waren. Denn ich hatte das Gefühl, die wollten einfach nur noch alles loswerden. Ich kannte die Marke allerdings auch gar nicht. Und ja, die waren super lieb. Die haben da eine Kiste. Sie standen ja sehr, da mussten wir echt lange anstehen. Aber wir haben halt gedacht, ich wollte auch gerne die Marke testen. Wir haben uns auch bei anderen Schlangen angestellt. Wir haben auch teilweise nichts gewonnen oder auch nur die Produkte uns angeschaut. Und ja, auf jeden Fall beim Detox-Stand ist es so gewesen, da war eine sehr lange Schlange und es hat sehr lange gedauert. Und da hat uns ein Mädel eine Kiste hingestellt und meinte so, bedient euch. Wir wollen die Sachen jetzt einfach nur noch raushauen. Das war gegen Ende der Messe und dann habe ich einmal ganz viele Pröbchen mitgenommen von diesem Volcanic Matte. Das ist eine Gesichtsreinigung, eine Maske. Davon habe ich ganz viele Pröbchen mitgenommen. Dann hat sie uns in die Hand gedrückt. Die haben das auch da verteilt. Eine Vitamin C Face Mask. Das ist eine Tuchmaske von der Marke und ja, soll halt genau mit Vitamin C Hyaluron sein. Fand ich auch richtig cool. Und das fand ich auch richtig, richtig cool. Dann hatten sie in der Box auch dieses Body Scrub und dann hatten sich irgendwie alle dran bedient. Ich habe keins abbekommen. Und die Dame am Rädchen, die da stand, die hat das gehört, dass ich gedacht habe, oh schade, ich hätte auch gerne einen Body Scrub, so ein Peeling, ist nicht ein Ölpeeling. Und die hat mir dann, als ich gedreht habe, direkt 5 Stück mitgegeben. Fand ich richtig, richtig lieb. Aber das ist noch nicht alles. Jetzt kommt der Oberknaller, ihr Lieben. Das muss ich euch zeigen. Denn, wie gesagt, die waren so spendabel, die haben uns dann wirklich mehrfach die Sachen in die Hand gedrückt. Und da konnte ich abgreifen, 3-mal die belebende Augencreme, Eye Lift Cream heißt die. Die haben wir einmal geschenkt bekommen, ja. Und dann habe ich 3-mal das Vulkanik Matt Reinigungs... die tägliche Reinigung und Maske mitgenommen. So sieht das Ganze aus. Das kostet das Stück 9,95 €. Also da hatten wir echt Glück, dass wir am letzten Tag und kurz vor Ende da waren. Die waren super lieb und haben das uns in die Hand gedrückt. Und ja, davon werde ich nämlich auch was meiner Mama schenken und meiner Schwester schenken, weil die Geburtstag haben. Die sollen davon auch profitieren. Und da es halt auch Detox ist, ist es auch so ein bisschen für hautverjüngende Haut. Und deshalb habe ich mich darüber sehr gefreut. So, ihr Lieben, ihr habt gesehen, das waren einiges an Goodies. Also ich habe echt
echt gut abgesahnt und habe natürlich auch teilweise länger angestanden, aber das war es mir einfach auch wert, weil wir auch die Zeit hatten. Wir waren von Anfang an da, sind auch bis Schluss geblieben und ich werde euch jetzt gleich meine kleine Sequenz einblenden, denn es war einfach viel zu voll. Ich hätte gerne viel mehr gefilmt für euch, aber es war einfach super voll und ich fand es dann auch einfach schwierig, wenn dann so viele Leute um einen rum sind, dann zu drehen. Also ich habe nur kleine Filme gedreht und eine Sequenz werde ich euch gleich einblenden. Ja, meine Lieben, dann kommen wir auch schon zu meiner Verlosung, zu meiner Glow-Verlosung. Diese hübsche Box, diese rosé-goldene Box mit Inhalt könnt ihr bei mir gewinnen. Und zwar habe ich mir gedacht, lasse ich die Osterverlosung bis zum 20. April laufen. Das sind gute 2 Wochen, weil ich mir denke, dann habt ihr alle Zeit auch mitzumachen und dann bekommt ihr von mir zum Ostern eine kleine Überraschung. Bis zum 20. werde ich es auslaufen lassen und am 21. den Ostersonntag losen wir dann gemeinsam wieder aus. Natürlich zeige ich euch auch, was ich euch damit reingepackt habe. Und zwar werdet ihr einmal von mir bekommen, ich packe euch rein, von der Marke Detox ein paar dieser Gesichtsreinigungspflege. Dann bekommt ihr das Alverde, was ich euch schon gesagt hatte, das Alverde Illuminating Powder. Das sind ganze 9 Gramm, also das bekommt ihr auch von mir. Dann lege ich euch mit hinein von Luvos diese Hydromaske. Dann bekommt ihr von EOS, ich habe es nämlich schon und ich könnte es zwar auch anderweitig verschenken, aber ich finde, ihr habt es auch verdient. Ihr bekommt dann von mir einmal diese Berry Blossom Body Lotion. Ihr könnt die auch, das ist also zwar eine Body Lotion, aber ihr könnt die auch für die Hände nehmen. Ich benutze die am liebsten auch für die Hände. Dann lege ich euch mit hinein von L'Oreal Revita Lift Laser 3, diese kleine Tagespflege. Und was ihr noch mitbekommt, ist von Lovely, von der Paula Maria aus ihrer Pflegelinie, einmal die Maske und auch eine Augencreme lege ich euch mit hinein. Also diese hübsche Box, diese gut gefüllte Box könnt ihr bei mir gewinnen und das alles, was ihr dafür tun müsst, werde ich euch unten in die Infobox verlinken. Da könnt ihr einmal nachschauen und einmal gerne dran teilnehmen. Ja, ihr wisst das, ich verlose immer gerne Sachen an euch und den anderen Teil der Produkte, die ich bekommen habe, habe ich auch ein paar Freundinnen versprochen, die kriegen auch ein paar der Sachen. Ich werde also eigentlich fast gar nichts davon behalten für mich und ja, habe mir gedacht, ihr bekommt auf jeden Fall auch was davon ab und ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar hinterlassen und dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut!